Willkommen zur nächsten Folge von Space Astronomy. Und ich denke, ich lasse den Namen jetzt echt so, weil da kommt sonst nichts mehr Produktives bei rum, wenn ich da noch länger drüber nachdenke. Deswegen lassen wir einfach mal das Ganze jetzt so stehen, wie es da ist. Und fangen mal an mit unserem Kram hier. Ich glaube, wir durften. Moment. Jetzt keine Fehler machen. Getting started. Halt. Moment. Ich musste mal Rüstung bauen. Oder krasse Armor. Oder Starting Gefahr. Oder die hölzerne komische Breithacke. Lass mal die kurz bauen. Breithacke. Wo ist sie denn hier? Baut man das Ding überhaupt? Gute Frage. Wir bauen sie aus. Eine Schaufel und eine Axt und einem Stock. Na, das ist doch was. Den hölzernen Stock hätte ich da. Und den Rest müssen wir uns aus Holz eben machen. Der sollte aber auch kein Problem sein, denke ich mal. So, brauchen. Ach so, da. Le Schaufel. Le Axt. Und dann brauchen wir auch eine Le Hacke. Wo ist die Le Hacke? Da ist die Le Hacke. Zack, zack, zack. Da haben wir sie. Jetzt dürfte es einen neuen Quest geben: Craft 10 Pieces. Pieces. 10 Pieces of Bread. Nein. Pieces natürlich, ne? Also Stückchen. Hab ich noch Knochenmehl. Ich habe gesehen, es gibt auch noch andere neue Quests für Maschinen, glaube ich, war das. Das müssen wir auch mal durchforsten. Also wir können scheinbar jetzt schon mehr machen, auf einmal. Also nicht so, wie ich dachte, dass man gar nichts am Anfang machen kann, sondern man kann scheinbar schon recht viel gleichzeitig hier bauen und tun und machen. Aber gut, das ist schön soweit. Wo habe ich jetzt den Cobblestone hingelegt? Den habe ich doch gerade noch hier gehabt. Bin jetzt hier reingefleppt, da also. Reingefleppt, was ein Wort. Ja, genau, mach's aus Diorit. Wieso nicht? Ja, der Rest kann bleiben. Du wanderst mal darüber und du hier auch. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Ordnung in meinen Laden. So, das hat keine Kohle mehr. Nehmen wir halt da die Kohle raus und klippen sie da rein. So, ich meine, wir müssen auch mal komplett Iron-Rüstung machen. Stand da, glaube ich, irgendeinem Quest. Also machen wir Süpp. Süpp und Süpp. Und haben eine wunderschöne, vollständige Eisenrüstung. Ah. Jetzt gibt es noch eine Quest, glaube ich. Also ich hoffe es mal. Ja, der hier. Geil. Ich bekomme 10 Eisen zurück. Making a Nether Portal. Aha. Finding Diamonds. Collecting XP. Ah ja, brauche ich auch Obsidian für. Goldbeerenbusch. Gut. Starting Farm. Kill three Sheep. Kill 10 Chaos. Nein. Kill 3 Schafe. Das dürfte man ja noch hinkriegen. Da ist das erste. Und da haben wir das erste gekillt. Gekillt, von gekillt, ne? Gekillt, Alter. Gekillt. Und da ist das next one. Skeleton Head, aha. Das war ja wieder so klar, dass das richtig daneben fliegt, aber egal. Also, all killed. Jetzt brauchen wir noch 8 Kühe, wäre praktisch. Gibt es hier irgendwo Kühe? Da oben gibt es Kühe. Man kann mal eben kurz hinrennen, weil ich meine, brauche eh Essen. Deswegen ist das gar nicht so dramatisch, wenn wir die mal töten, weil ich meine, irgendwann respawnen die bestimmt nochmal neu. Kommen sie respawnen nochmal neu. So, 1, also 3. 4. 5. Und 6. Ja, jetzt müssen wir mal vielleicht noch um die Siedlung herumlaufen, um noch eins finden. Scharf Solus Pack, alles klar. Ah, da oben ist noch eine. Lass mal nach da tippeln, kurz. Da müssen wir eh noch ein bisschen Essen haben, von daher ist das gar nicht so schlecht, wenn wir hier ein bisschen den Metzger raushängen lassen. Und hier ist noch ein See irgendwo, habe ich gerade gesehen. Haha, ein See, ich habe ihn gesehen. Hahaha, lustig. Ach Gott, hier. War ich hier nicht schon mal und wollte dann... Ach, da oben, die Kühe wollte ich... Genau, hier wollte ich hin und dann habe ich es verkackt, weil ich da auch runtergegangen bin. Jetzt habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Jetzt komme ich doch hoffentlich irgendwo hoch, ne? Ah, perfekt. So, Kuh. Kuh. Stopp. So. Hübscher Hut. Du auch noch. Noch jemand hier. Da ist noch eine. Laut meinem tollen Entity-Radar. Oder sind nur zwei? Ein bisschen Länge. So, haben wir jetzt genug? Claim Reward. Ich hab doch hier. Achso, aha. Gehen wir den Reward back. Just for fun. Was kann der Schönes?
Boah, super. Geil. Warum habe ich die jetzt gerade gecraftet, bitte? Warum? Und warum habe ich immer noch keinen Waypoint gesetzt? Boah, das darf nicht mal sein. Ich crafte mir scheiß Rüstung ganz teuer und das kriegt die. Ah, das war so klar. Das ist wieder mein typisches Anti-Glück, ne? Da denke ich mir mal so, ja, kriegst du eh nicht hin. Ja, klar. Kriegst du es instant. Ist klar. Ist klar. Oh, nicht gut. Nein! Mein gutes Fleisch. Jetzt bin ich hier schön mit der Gülle vergiftet. Ah, sag mal. Warum drop ich die ganze Zeit mein Meat hier? Mein Fleisch. Genau, drop it like it's hot. Oha, was man hier schön ist. Diese komischen Bären da, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Kopf habe. Wie heißen sie nochmal? Jokola irgendwas? Jokolo hololo? Loholo kololo? Da oben ist unsere Basis schon mal. Das ist gut. Ich werde dafür, wir bauen jetzt erstmal jetzt hier einen Waypoint hin. Just for fun. Placen wir den einfach mal jetzt mal hier mit J. Wegpunkt neu. So, und oben ist bei mir mal blau. Speichern. Tada. So. Eisenrüstung kann man wegpacken. Haben wir jetzt doppelt und dreifach. Glücklicherweise. Spaß. Das ist ziemlich dämlich, aber egal. Ich wollte Knochen sammeln. Suchen. Finden. Und dann wird langsam Zeit für, glaube ich, ein Kistensystem. Hab ich so gehört, weil hier irgendwo langsam gleich. Man hört schon, ich bin wieder mal voll im Element drin. Ja, irgendwie ja so hier, ne? So mit Platz und so. Müssen wir gucken. So, hier. So. Jetzt haben wir 17. Damit wir bräuchten eigentlich 30, damit wir unsere 10 Brot bekommen, ne? Die 10 Brot. Ja, packen wir sie mal weg, bevor sie gleich aufessen. Aus Versehen, ne? Aus Versehen essen. Oh, ne. Blattmoon ist hier drin. Aha. Das ist ja mal richtig scheiße. Weil jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich mich irgendwas schnell hier einbauen, weil sonst sehe ich gleich ziemlich alt aus. Ah, Hacke. Wo ist meine Hacke? Aber ich blöd, wo ist meine Hacke hin? Hallo, da ist die Hacke. Na, schnell. Ich brauche Holz. Damit ich mir hier zumindest irgendwas einbauen kann. Um mein Bett drumherum. So eine Monster-Protection-Wall. Weißt du, so die geringste Schutzkonfiguration, die eine Person haben kann. Komm hier, mach mal hier. Tacken wir einfach mal so eine Wand durch. Auf so einer moderaten Höhe, finde ich. Dass hier auch nicht unbedingt alle Monster, die dann gleich hier so spawnen dürften, Instant Access zu mir haben. Och, nö. Nö. Boah, ich habe keine Ahnung, was gleich für Monster kommen, deswegen. Ich habe den Bloodmoon noch nie selbst erlebt. Das ist das Traurige. Ich habe ihn nur in meinen Videos gesehen von anderen Leuten, aber nicht selbst mitgemacht. Ich glaube, man kann ihn auch nicht einfach einschlafen lassen, ne? Glaube ich, geht da gar nicht, ne? Es ist so gruselig hier, wenn das so rot-dunkel wird. Folgen einfach ganz schlau überall so Löcher drin lassen, dass hier eigentlich noch rein theoretisch überall Spinnen reinkommen könnten, ne? Gut mitgedacht. Gut mitgedacht. Muss ja mal gesagt werden, ne? So. Notdürftiges Unterschlüpfchen ist, soweit ganz fertig, ne? Und dieses rote Licht ist einfach richtig böse. Und noch sehe ich gar nichts Böses hier so an Monstern. Doch, da war gerade ein Creeper mit roten Augen. Ist das noch normal? Ist der auf Droge? You don't feel tired right now. Ha, ist klar. Ist klar. Das darf doch bitte ich entscheiden, wann ich getired bin, wann nicht. Na, toll. Das kann man hier wenigstens machen, weil wir hier alle so in einer tollen, eklig roten Lichtlocation sind. Na, dann lass uns mal einfach Quests weitermachen.
Den habe ich bekommen. Abett, aha, Schlafsack, geil. Getting ein Hängeglider, craft a Hängeglider, haha. Wie kriege ich den denn her? Gleiter, da, wie kriege ich das Ding denn her? Aus zwei von diesen Dingern, das kriege ich das doch eigentlich hin, von dem Preis her, vom Leder, müsste das doch, aha, jetzt habe ich kein Holz mehr. Na toll, jetzt kann ich das Ding machen, aber das darf nicht wahr sein. Achso, da oben ist ein Block im Weg. Dann lass mal gucken, boah, dieses rote Licht, ey. Nein. Alles klar, es ist einfach alles komplett rot. Wie scheiße sieht das denn aus? Und da unten sind Zombies, die nicht ganz so freundlich aussehen wie immer. Die einfach alles komplett rot ist. Der Creeper sieht eklig aus als sonst. Och, Mano, warum muss das jetzt passieren? Jetzt kann ich ja nichts Produktives hier machen mit meinem tollen Basecamp hier. Naja, egal. Mal gucken, was kann man noch machen? Tools and Weapons. Achso, dafür muss ich ja die Casting Form machen. Das heißt, ich brauche Gold. Das heißt, ich brauche so oder so Gold. Ein Kohlegenerator. Das wäre noch eine Idee. Wie kriege ich dann den Kohlegenerator? Kohlegenerator. Ah ja, Kupfer und Aluminiumkabel. Das kriegst du aber noch hin. Das krieg ich aber noch hin hier. Kupfer. Eisen. Und dann ein bisschen Kohle, ne? Und Wolle da noch auch dazu. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Wo ist meine ganze Wolle hin? Habe ich nur 3 Wolle bekommen? Was? Gut, das krieg ich also auch nicht hin. Weil ich fürs Kabel natürlich 6 davon brauche. Allerdings, den Ofen bekomme ich auch nicht. Ach man, ich bekomme gar nichts hin. Hier ist scheiße, dass dieser Blood Moon ist. Mann. Nein. Aus. Verpiss dich. Wie lange dauert denn der blöde Blood Moon? Erst mitten in der Mitte erst. Na toll. Das dauert dann noch Stunden, bis der hier sich verschwindet. Bis der sich hier verschwindet, genau. Bis der hier verschwunden ist. Sprich, das können wir auch nicht machen. Schön, dann lass uns doch lieber wieder bei Getting Started bauen, machen, tun. Und das mal. Ja, Brot ist auch gut, ne? Einfacher Rucksack. Wie kann ich denn den bauen? Einfacher Rucksack. Da ist er. Den kriege ich hin. Ich habe keine Kiste. Das kann nicht wahr sein. Ich kann einfach nichts machen. Doch, ich kann auch Holz abbauen. Fast nichts machen, weil ich nichts hier drin habe und hier nicht rausgehen will, wenn diese ganzen Monster hier... Ja, genau. Gönn dir, Alter. Gönn dir. Ja, wahrscheinlich, Alter. Kommt die mit voller Kriegsmontur? Ich wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich gehe ich jetzt da raus, ne? Ist klar. So, immerhin einen portablen Rucksack haben wir jetzt. Geil. So. Füllstandsanzeige, das ist mir relativ egal. Ja. Oh, ein Reward Bag, was ist da drin? Oh, Geschwindigkeit, Upgrade und Itemfilter. Das sind Sachen, die sind interessant. Kann man gebrauchen. Und dass die hier immer noch rumstehen, nervt langsam echt. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt die Folge hier einfach Schluss. Ich warte, bis die weg sind, weil sonst kann man hier nichts machen. Ist ja sonst ein bisschen blöd. Wenn die hier alle mit der ultimativen Rüstung rumlatschen. Ne? Ich meine ja nur. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen bis hierhin. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Counter-Strike kommt heute nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr aufzunehmen. Aber dafür kommt dann morgen dann ja wieder hier unser Space Astronomy. Und bis dahin, haut rein, noch einen schönen Tag und ciao.